Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier. Sturm der Liebe ist bekannt für ein unglaublich tolles Cast und er ist eine, man kann es nicht anders sagen, Legende. Seit Folge 1 ist er dabei. Täglich 15 Uhr ARD. Er spielt den Alfons Sonnenbichler. Sepp Schauer, wie geht's dir und wo bist du? Danke, mir geht's sehr gut und ich sitze direkt vorm Fürstenhof. Also in Wirklichkeit bin ich bei uns im Pressebüro, aber mit einer schönen Kulisse hinter mir. Absolut. September 2005. Sepp, als du damals die Anfrage für Sturm der Liebe bekommen hast, was war so dein erster Eindruck? Weißt du das noch? Das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich mit dem Begriff Telenovela damals 2005 noch nicht viel anfangen konnte. Ich habe ein Angebot bekommen von meiner Agentur und da hieß es Telenovela, 100 Folgen. Und ich spiele einen Chefportier von einem Hotel. Und naja, dann habe ich zu meiner Agentin gesagt, ist das was für mich? Ich weiß es nicht. Naja, du kannst nichts verkehrt machen. Es sind 100 Folgen, dann bist du 100 Mal im Fernsehen zu sehen. Und so, ich sag, ja, okay. Aber schick mir doch einmal, worum es da überhaupt geht. Und dann kam was, das hieß der große Bogen, also so ein Exposé oder so. Und da kam der Chefportier überhaupt nicht vor. Dann haben wir gedacht, naja, also so groß kann die Rolle nicht sein. Und jetzt schauen wir es uns halt einfach mal an. Hat sich anders entwickelt, weil es waren ungefähr für diese 100 Folgen 50 Drehtage geplant. Und es waren dann, als wir zusammengezählt haben, an der ersten Staffel waren es 94. Also es war schon zu tun und es war spannend, weil es war für uns alle spannend. Es war wie so eine Goldgräberstimmung. Das war toll. Jetzt kennt keiner Alfons so gut wie du. Wie hat der sich denn von 2005 zu 2023 verändert, entwickelt? Oder ist er der gleiche wie am Anfang? Nein, er hat sich Gott sei Dank aus mir selber natürlich, weil du ja immer Lust hast, was zu spielen, und B, aber auch unserer Schreibabteilung zu verdanken, hat er sich schon verändert, Alfons. Der ist jetzt nicht mehr ganz so, am Anfang war er ja sehr servil, sehr steif, sehr dienstbeflissen und so weiter. Und inzwischen hat er ja auch viel mehr Privatleben und da hat sich doch schon einiges entwickelt. Da ist er manchmal auch, er ist immer noch korrekt, aber schon manchmal mit einem Augenzwinkern und so. Also er wird privat, ist er schon locker geworden die letzten Jahre. Ich glaube, er ist sogar für zwei, drei oder sogar vier Generationen weiter auch ein verlässlicher Ansprechpartner geworden, oder? Gerade die jüngeren Damen trauen sich bei Alfons offen zu sprechen. Was meinst du, warum ist das so? Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich Pfarrer werden sollen oder so. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass ich schon gerade unseren jungen Leuten auch im Stück natürlich das Gefühl vermittle, dass sie mit ihren Sorgen zu mir kommen können und dass das bei mir immer gut aufgehoben ist, weil der Alfons einfach keine Ratschen ist, der erzählt das nicht weiter, sondern das bleibt bei ihm. Es erfährt höchstens die Hildegard, aber ansonsten erfährt es niemand von ihm. Und insofern, glaube ich, fühlen sich die jungen Leute ganz sicher beim Alfons. Und kommen auch mit ihren kleinen Problemchen und mit ihren kleinen Wehwehchen zu ihm. Das war früher noch ein bisschen mehr, weil die Geschichten insgesamt noch mehr verschränkt waren. Aber jetzt ist es immer noch so, dass du den Jungen immer noch mal einen Rat geben kannst, als Alfons. Und da traut sich dann sogar eine Frau die Liebe zu einer anderen Frau, dem Alfons, zu gestehen. Oder es gab auch vor ganz kurzem eine tolle Szene mit dir und Aileen Ravagna, die ja die Valentina Saalfeld spielt. Das ist ein ganz, ganz kurzer, ganz schöner Moment gewesen. Sie hat so erzählt, hier soll eine Hochzeit stand oder irgendein großes Fest. Du hast dich an was erinnert. Und dann habt ihr euch auf ein Boot gesetzt und dann sagt sie, Alfons, wie finde ich denn meinen Seelenpartner? Und du guckst sie an und sagst, der kommt ganz von alleine. Wie schön. Das sind natürlich schon zum Teil Dinge, die mir geschrieben werden, worüber ich glücklich bin. Andererseits kommt natürlich schon viel auch aus mir, weil ich den Alfons ja wirklich so verinnerlicht habe, wie noch nie eine Figur in meinem Leben. Das ist ganz klar, weil ich noch nie was so lang gespielt habe.
Aber es ist schon auch unserer Schreibabteilung zu danken, muss man so sagen. Gar keine Frage. Wann hast du denn geahnt, dass Sturm der Liebe vielleicht etwas länger werden könnte? Am Anfang war man immer noch so, naja, okay, jetzt kommt noch eine Staffel und dann kommt noch eine Staffel. Und es waren ja erst 100 Folgen, dann waren es 150 und dann waren es schon einmal 200. Und dann wurde ja immer um 400 Folgen verlängert. Und da hat man dann schon gedacht, ja, also das wird jetzt länger dauern. Und der Dirk Galuba, der hat ja, ich glaube, es war im dritten Jahr oder so, als wir Sturm gemacht haben, da hat der Dirk Galuba schon geträumt, dass wir 2000 Folgen drehen. Und da haben wir alle nur ein bisschen gelächelt und haben gesagt, naja, schauen wir mal und so. Ja, nee, habe ich geträumt, kommt auf alle Fälle. Und so war es dann auch. Und auf die 2000 nochmal 2000 drauf. Ich glaube, wir sind alle gespannt, wo es hingeht. Du machst natürlich auch andere Sachen. Du bist viel im Theater unterwegs, du machst tolle Sachen. Aber ich möchte mit dir weit zurückspringen, denn ich habe eine Frage an dich. 1991 hast du bei Manta Manta mitgespielt. Du warst der Bayern-Fan im Auto. Jetzt gibt's ja 2023 Manta Manta, zweiter Teil. Sepp, sehen wir dich im Kino? Nein. Nein, wir haben tatsächlich, ich habe mit meiner Agentur, beziehungsweise meine Agentur hat für mich eine Anfrage gestartet, aber diese Figuren sind alle raus, die kommen nicht mehr. Wahrscheinlich rentiert sich's auch nicht, für einen Drehtag einen Schauspieler dann nochmal einfliegen zu lassen. Ich weiß es nicht, jedenfalls, da gab's leider eine Absage, aber es hätte mich schon sehr gefreut, muss ich sagen, weil das war damals eine lustige kleine Episode, die wir da gespielt haben. Und wurdest du da noch öfter drauf angesprochen oder ist das irgendwann so untergegangen? Das Witzige ist das, dass es eigentlich völlig untergegangen ist nach, sagen wir mal, 5 Jahren. Und jetzt, wenn die Leute mich durch den Sturm mehr sehen, dann sagen sie, ey, du hast ja bei der Löwengrube mitgespielt. Ey, du hast ja bei Manta Manta mitgespielt und so. Dann kommt natürlich diese Geschichten dann kommt's auf die alten Geschichten zurück. Das ging mir genauso mit Wildbach. Wildbach war auch irgendwann mal gegessen. Und dann kommen jetzt wieder Leute, ach, ich kenne sie ja schon von Wildbach. Also das ist dann schon spannend, wie sich die Leute doch erinnern. Würdest du sagen, dass Antje Hagen und du ein gutes Team seid? Wenn ich das verneinen würde, dann würde es die Sonnbichlers wahrscheinlich nicht mehr geben. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Team sein. Dadurch, dass wir haben ja vorher nie zusammen gedreht. Wir kannten uns nicht. Wir haben uns am ersten Drehtag kennengelernt, weil ich beim Warm-up leider auch keine Zeit hatte, weil ich da Warm-up hatte für Wer früher stirbt, ist länger tot. Und das haben wir ja am Anfang noch nebenbei gedreht. Und wir haben uns am ersten Drehtag kennengelernt, die Antje und ich. Und das war, am Anfang war es natürlich vom Respekt geprägt, weil ich die Antje ja von früher kannte, von den Semmelings und so. Aber es war auch gleich eine Sympathie da. Und ich glaube, dass es die Sonnbichlers nicht mehr geben würde, wenn diese Sympathie nicht wäre, weil du kannst über 6 Wochen für einen Film kannst du das machen als Schauspieler, dafür bist du Schauspieler, aber nicht über 17 Jahre. Und unter uns beiden jetzt. Ich kann mir vorstellen, du und Antje, ihr habt bestimmt mal da gesessen und gesagt, du sag mal Sepp, wie lange wollen wir eigentlich noch machen? Habt ihr euch da mal auf eine Zahl geeinigt oder ist das offen? Das ist witzig, weil das eigentlich nie ein Thema war. Weil jeder, irgendwann sagt jeder mal, naja, jetzt schauen wir halt, wie lange wir das noch machen. Aber es war eigentlich, wenn es um Verlängerungen ging, war es eigentlich nie ein Thema bei uns beiden, weil wir immer gesagt haben, du, solange wir unseren Text merken können und solange wir aufrecht in unsere Wohnküche gehen können, warum sollen wir aufhören? Weil das ist was man manchen Kollegen schwer vermitteln kann, dass man in der gleichen Rolle auch nach 17 Jahren noch so viel Spaß hat und so viel Gaudi machen kann auch. Das ist toll. Und das ist das, was dich an Sturm der Liebe reizt oder ist es noch was anderes? Ja, jetzt kommt natürlich langsam der Ehrgeiz dazu, dass man sagt, ja, jetzt mache ich es bis zum Schluss.
entweder bei uns bis zu meinem Schluss oder bis zum Schluss vom Sturm. Aber der Reiz ist schon einfach, weil wir immer tolle, neue, junge Kollegen kriegen und dann mit denen wieder was erarbeiten. Jetzt momentan funktioniert es gerade sehr gut, eben mit dem Sven. Das macht immer ganz großen Spaß. Naja, mit der Hildegard sowieso, das, oder mit der Antje, das muss ich nicht erwähnen. Aber wir haben immer wieder tolle, junge Kollegen und das lässt dich auch nicht so schnell alt werden. Meine Güte, und ich hoffe, dass du uns allen da noch ganz, ganz lange erhalten bleibst. Bei Stunde Liebe gibt's täglich ARD 15 Uhr. Und wer sich denkt, ich will das gucken, wann ich möchte, die ARD Mediathek ist für euch da. Und dort als Alfons Sonnendichtler seit 2005. Sepp Schauer, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Die Freude ist ganz meinerseits sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, wenn ihr merkt, ihr liebt etwas, dann bitte folgt eurem Herzen. Ob das beruflich ist, ob das bei Freundschaften ist, ob das was ganz anderes ist. Hört auf euer Herz. Davon haben wir genau eins. Ich habe durchgezählt. Und das hat meist wie der Bauch recht. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Sepp Schauer. Bis dann. Das ist ganz schwer, weil ich habe schon so viele Dinge in Kameras gesagt, die ich nicht sagen hätte sollen vielleicht. Aber ich sage einfach, lieber Gott, lass den Sturm noch eine Zeit lang laufen und lass unsere Gesundheit so sein, dass wir das mit großer Freude machen können.